Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22 und wir sind wieder mal auf der neuen Mini-Brunner auf der Alpenmap, unschwer zu erkennen. Und ich bin hier immer noch am Arbeiten und zwar mit dem Klaas Jaguar sind wir hier unterwegs und machen mit einem Klaas-Gespann hier eine Grasernte und ich will mich hier an der Stelle gleich mal korrigieren, denn das Ganze wird nicht gehäckselt. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge falsch gesagt. Das wird nicht gehäckselt, hier wird praktisch das Gras einfach nur ja, geerntet und als Gras kommt es auch hier in den Anhänger, in den Cargos von Klaas und so arbeiten wir das Ganze hier noch ab. Jo, und bevor wir eigentlich zum eigentlichen Inhalt dieser Folge kommen wollen, nämlich, es soll wieder mal was Neues geben. Wir wollen wieder mal was Neues hier auf Neumini-Brunnen machen und tun. Und da habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Noch eine zweite kleine Information zu einer Folge, ein Nachtrag. Und zwar die Folge davor, wo wir ja mit dem Güllelaster, mit dem Volvo unterwegs waren und haben ja unser Gülleproblem versucht zu reduzieren. Auch da muss ich gleich eine kleine Information rausschicken. Das Ganze hat auch nur wieder bedingt funktioniert. Denn die einzige Annahmestelle hier auf der neuen Mini-Brunn, die zur Map als solches gehört, neben unserer kleinen Hof-BGA und unserer Hofproduktion, ist die BGA da oben am Berg und ja, die nimmt auch nur 75.000 Liter. Das heißt, als ich das dritte Mal mit dem LKW da oben war, war leider Schicht im Schacht und da konnten wir nichts mehr hinbringen. Also, da müssen wir uns nochmal ein bisschen Gedanken machen, wie wir mit der Gülle umgehen. 200.000 Liter sind hier noch auf der Map und wir müssen mal schauen, wie wir das Ganze und das Volk in Anführungszeichen bringen. So, wir werden hier jetzt noch fertig arbeiten und ihr seht es vielleicht links oben, da oben steht schon wieder ein kleiner Pulk an Geräten, denn im letzten Stream der Alteiche haben wir mal das Thema angesprochen, wieder mal was zu machen, was wir sonst so gut wie gar nicht machen oder was man kaum noch sieht. Witzigerweise hat es letztens der Paddy auch gemacht auf einer Map oder in einem Stream. Wir wollen Pappel ansehen und das Ganze habe ich mir jetzt mal angeguckt, wie wir das am geschicktesten machen, denn wir haben uns überlegt, werden wir Pappeln machen auf der Neumini-Brunn oder auf der Galgenberg. Und dann habe ich mir die Sache ein bisschen genauer angesehen und auf der Galgenberg haben wir eigentlich keine direkte Abnahmestelle und hier haben wir ein Heizkraftwerk, die natürlich Hackschnitzel nehmen. Aber zu den Pappeln möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen. Denn wir müssen uns dann gleich auch Gedanken machen, ja, was heißt gleich eigentlich nicht, aber für die Zukunft, wie wir eigentlich diese Pappeln verarbeiten wollen, weil es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wir können entweder Hackschnitzel draus machen, da wird uns natürlich hier auch der Klaas sehr behilflich sein, da gibt es einen Vorsatz, dann kann man die Pappeln häckseln und diese Hackschnitzel direkt zum Beispiel eben in die Anlage bringen, in die Heizanlage, in die Bio-Heizanlage, um dort die Hackschnitzel zu verkaufen und zu verarbeiten. Oder man kann Pappeln ja auch zu Ballen pressen. Da gibt es dann auch ein Gerät dafür von Anderson und dann kann man da Ballen basteln. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir da am besten vorgehen. Das Ganze allerdings erst, ja, ich denke in knapp einem Jahr, weil Pappeln brauchen sehr, sehr lange zum Wachsen und bis wir die ernten können. Der einzige oder der Vorteil von Pappeln ist dann aber, und jetzt ist hier auch unser Cargos ist voll, den werde ich mal kurz zur Seite stellen. Und wir schicken dann unseren Jaguar, Augenblick, mal los. So, Delle, hups, hinten aufmachen. Na, stopp, wir müssen erstmal umschalten. Augenblick mal. Ach so, wir müssen natürlich den Helfer ausschalten. Ist logisch, ne? So, jetzt können wir hinten die Abdeckung öffnen. Dann kann er hier weiter in den Anhänger hier arbeiten. Und dann schicken wir hier den Helfer nochmal los. Das müsste er jetzt eigentlich hingewuppt kriegen. Hervorragend. Ich spring mal raus. Und spring nochmal zum Xerion. Den werden wir aber erstmal losschicken mit dem Helfer an unseren Hof, dann kommt das ganze Material, das Gras, wohlgemerkt, nicht Häcksel,
das Gras in unser Fermentersilo, machen wir Silage draus. So, Dele. Und dann kümmern wir uns, wie gesagt, um das Thema Pappeln, wozu es ja einiges zu erzählen gibt. Denn Pappeln ist halt einfach auch so ein Ding wie jetzt vielleicht auch Zuckerrohr, was wir hier ja auch schon auf diesem Feld gehabt haben, was eben nicht ganz so häufig letztendlich gemacht wird. So, wir schicken hier mal den Helfer los. Ich denke, das dürfte klappen. So, der Helfer auf der oder auf der Place ist natürlich immer spannend. Mal schauen, ob das so geht. Na, also er setzt sich zumindest mal in Bewegung. Dann schauen wir, was unser Jaguar noch macht. Den werden wir dann nämlich aufräumen. Der ist ja fertig. Wunderbar. Dann klappen wir den ein. Und bei dem Anhänger handelt es sich ja um eine Spezialkonfiguration, ein Spezialmod, der uns eben helfen soll, dass wir hier mit dem Helfer und hier dem Glas eben beim Häckseln arbeiten können. Wohlgemerkt Häckseln in Anführungszeichen. Da ich glaube, zum Häckseln müssten wir das Gras mähen, eine Schwart machen. Und da gibt es ja einen anderen Vorsatz speziell für Grasschwart, um dann halt hier eben wirklich dann zu häckseln. Ob das einen Unterschied macht letztendlich beim Fermentieren, weiß ich nicht. Da muss ich jetzt passen. Also jedenfalls von der Menge 1000 Gras ergibt 1000 Silage, genauso 1000 Häckselgut, 1000 Silage. So, wir lassen das ganze Gespann jetzt erstmal hier stehen und springen rüber. Dann zeige ich euch, was ich jetzt im Einzelnen genau vorhabe. Also, wir werden auf jeden Fall das Biokraftheizwerk oder das Bioheizkraftwerk, ich glaube, so rum ist es richtig, werden wir kaufen. Dann können wir hier das Ganze steuern, denn das Besondere ist nämlich, wenn wir hier die Hackschnitzel rüberbringen zu dem Kraftwerk, was sich da oben ja befindet, dann haben wir ein kleines Abfallprodukt und das ist Dünger, witzigerweise. Also das heißt, wir werden nicht nur das Material verkaufen und die Ortschaft den Wärme und Strom spenden oder Kraft spenden, sondern wir werden uns selber dann noch ein bisschen Dünger produzieren. Ich habe dieses Feld jetzt gekauft, weil es ist nicht ganz so groß. Hier müsste es auch keine Probleme geben mit dem Wenden. Auf dem Feld selber sind Sojabohnen, die kommen runter. Ist klar, ne? Wir werden das Ganze jetzt hier eben dann antesten. Das Feld muss gekalkt werden, ihr seht es. Der Stickstoff ist im Moment noch genügend drauf, aber wir müssen mal gucken, was Pappeln brauchen. Ich habe da keine Ahnung. Und wenn wir das Ganze dann gekalkt haben, werden wir das Ganze untergrubbern. Da drüben steht der Fendt mit dem Grubber. Und dann haben wir hier einen kleinen Fendt, der eben die Pappeln dann ausbringt. So, wir starten hier das Kalken. Wunderbärchen. Ja, da muss auch ordentlich Kalk drauf. Sehr schön. So, da machen wir wie immer ein Vorgewende, damit wir es dann hier auch ein bisschen einfacher haben. Ich glaube, andersrum wäre es jetzt cleverer gewesen, aber ich wollte hier wegen der Baumreihe hier anfangen, weil sehr häufig es ja dann Probleme gibt. So. Dass der Helfer dann nicht mehr weitermachen möchte. Wir machen hier noch schnell ein Vorgewende. Weil ich weiß nicht, wie das hier ist mit dem Wenden. Sodele, weil dann werden wir definitiv keine Probleme haben. Okay. Sehr schön. So, Dille, dann lassen wir hier schon mal... Ups, nee, nicht so. Dann lassen wir hier schon mal den Helfer arbeiten. Gut. Dann springen wir mal rüber zu unserem Fendt, der das Ganze hier grubbern soll. Es ist, wie gesagt, schade um die Soja, aber... Naja, das Feld hat jetzt knapp 100.000 gekostet. Ist jetzt auch, glaube ich, von der Ertragswerten gerade mal so bei 89%, also jetzt nicht das Wahnsinnsfeld. Aber dadurch, dass wir dann anschließend, also es müssten normalerweise 3 Ernten gehen mit den Pappeln und wir uns da auch nicht mehr groß drum kümmern müssen, müsste das eigentlich soweit gut passen. So, nochmal zurück. Absetzen und los geht's.
So, die erste Bahn fahren wir noch selber. Dann werden wir anschließend schauen, dass wir den Kollegen Kalk rüberbringen. Dann können wir den Fan fahren lassen und dann werden wir die Pappeln ausbringen. Und ich bin mal gespannt, weil der zeigt mir 2000 Pappeln an, ob das reicht. Ich bin mal gespannt, denn die eigentliche Menge ist ja immer so 200 oder 120. Ich weiß es gar nicht. So, Dele. Gut, dann machen wir hier auch noch schnell ein Vorgewende. Ja, der Valtra hat gerade, glaube ich, genügend PS, um hier das Ding zu ziehen. Ich habe da, glaube ich, den falschen Schlepper genommen, aber es wird schon gehen. Er wird ja leichter mit der Zeit. Es sind immerhin 11 Tonnen Kalk drin. So, dann machen wir hier zwei Vorgewände und dann lassen wir ihn los. Und dann will ich erstmal schauen, wo eigentlich der Xerion gelandet ist. Okay, das müsste so passen. Tja, und so machen wir einfach mal wieder in einem Projekt wieder mal was Neues, was Interessantes, was wir sonst nicht machen. Und parallel können wir dann nämlich wieder die nächste Produktion hier auf der neuen Mini Brunn kaufen und dort einsteigen. Natürlich können wir auch Stroh verheizen. Davon haben wir ja auch jede Menge. Aber natürlich bringen Hackschnitzel deutlich mehr. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Weil er hier, den halten wir jetzt mal so. Sehr schön, dann hier lang. Dann kann nämlich in aller Ruhe der Fendt arbeiten. So, Dele. Jo, dann sind wir wieder hier richtig mit Maschinen hier auf der Neumini-Brunn unterwegs, auf unserer wunderschönen Alpen-Map. Folge 110. Jo, dann packen wir hier wieder zusammen. Und genießen ein bisschen die Aussicht ins Tal, wo uns jetzt auch schon fast alle Felder gehören. So, jetzt ist also dann doch wieder außerplanmäßig eins dazugekommen. Okay, jetzt schauen wir mal hier, ob das soweit passt. Ist gegrubbert, pH-Wert ist hervorragend. So, passt das hier? Ja, das sieht gut aus. Dann holen wir uns den nächsten Schlepper. Und da haben wir jetzt die Pappeln drauf. Eine Kiste mit Pappeln. So, und dann schauen wir mal, dass wir das Ganze hier aufs Feld bringen. Und dann bin ich echt gespannt, wie da die Ertragswerte sind. Aber dann haben wir hier echt ein flottes Potpourri an Material. So, jetzt schauen wir mal, ob der das so macht. Ich meine, wir haben das Gerät ja schon mal eingesetzt, als wir oben auf unserer Bergwiese ja noch Forstwirtschaft betrieben haben. Ich lasse hier gleich mal den Helfer los. Ja, okay, das setzt hier zwei Reihen. 99%. Und am spannendsten ist natürlich immer, wenn er hier an den Bäumen vorbeifährt, aber ich glaube, es müsste eigentlich auf der Seite so passen. So, da brauchen wir doch wieder unbedingt auch ein Fütö. So, denn. Dann fürs Thumbnail bitte lächeln. Okay. Ja, ich habe so das Gefühl, wir müssen doch hier mit dem Valtra noch ein kleines Stück weiter vorfahren. Ja, stellen wir den hier mal auf die Seite. Wo
Boah, wir haben mittlerweile jede Menge Geräte. Also bis man hier einmal durchgearbeitet hat. Und da sehen wir auch, der Xerion ist zum Glück am Hof. Das passt soweit. Sehr schön, dann entladen wir hier. Ja, wenn man natürlich mit dem Helfer über die Map fährt, dann sollte man immer den Verkehr ausschalten. Ihr seht es mir bitte nach. Aber der ist dann wirklich meistens hinderlich. Und wenn man halt im größeren Stil arbeitet, so wie hier mit den Abfahrern und so weiter, dann natürlich immer die Helfer bzw. den Verkehr ausschalten. Sodele. Also er lädt ab. Und wir haben in unserer Produktion 124.000, also hier kann gearbeitet werden, da kriegen wir wieder ordentlich Silage zusammen für unsere BGA, für die Hof-BGA. Hier schalten wir mal aus. Okay, er arbeitet, macht hier eine ordentliche zweite Reihe. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. 92%, das könnte sogar eventuell reichen. Also ich meine, Pappeln sind ja sehr, sehr ergiebig, so wie ich mich erinnere. Das heißt, da werden wir also ziemlich arbeiten können, wenn es dann erntereif ist. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie wir dann letztendlich diese Sachen verarbeiten, wenn er hier gewendet hat. Weil das will ich nochmal kurz sehen, ob das ohne Probleme funktioniert. PS-technisch müsste es ja gut sein. 120 brauchen wir hier für die Saatmaschine und oder für den Pflanzer. Und 140, um die 140 hat unser kleiner Fendt hier. Oder ich glaube sogar ein bisschen mehr. Das ist der 720 Vario. Der 720er. Ja, ja, der hat 209. Okay, das passt soweit. Ja, ich habe das jetzt gerade verwechselt mit unserem anderen Fendt, den wir oben haben, den 314er. Der hat 142. Okay, wenn wir schon hier drin sind, dann schauen wir mal hier ganz kurz ins Paket, weil hier sieht man ja immer so ein bisschen die Übersicht. Was braucht man, wenn man mit welcher Frucht arbeitet? Und hier wird zum Beispiel angeboten, hier die Häcksler-Variante. Und das ist mit dem New Holland. Den haben wir nicht, aber ich habe einen Mod heruntergeladen, wo wir dann auch Pappeln ernten können, sogar mit einer breiteren Arbeitsbreite als 2 Meter. Und da müssten wir dann auch die entsprechende Einstellung hinkriegen, dass wir das Gerät an den Glas anhängen können. Ansonsten müssen wir es einfach mit dem New Holland machen, einmal mieten, durchtesten und da würden wir dann die Pappeln definitiv häckseln. Und die Alternative ist hier mit diesem Anderson im Prinzip, ja, Ballen zu machen, weil das ist ein Ballenwickler, eine Bioballenpresse und die wird dazu verwendet, um aus Pappeln Ballen zu pressen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob jetzt das Biokraftheizwerk das dann entsprechend auch verarbeitet. Das müssten wir antesten, aber ich habe das gesehen beim Paddy, ich denke schon. So, hier haben wir dann das Schneidwerk, das wir auch bekommen für Klaas, John Deere, Krone, Rostelmash, Fendt. Yep. Und mit dem hier können wir sogar mit 6 Meter Arbeitsbreite arbeiten. Das müssten dann theoretisch 4 oder sogar 6 Reihen sein in 10 km/h. Und das ist das, mit dem wir dann testen werden, ob das Ganze dann auch funktioniert mit diesem Mod, dem Lizard Pop 6X Mod, damit wir dann die Pappeln entsprechend bearbeiten können. Yo! Und das Ganze, wie gesagt, ja, das sieht gut aus. Und das Ganze dann, wie gesagt, so ist der Plan. Müssen wir halt eben noch kaufen. Wäre dann eben so, wo haben wir Häckselgut? Weil für Pappeln direkt gibt es ja keinen Ankauf. So, Hackschnitzel meine ich. Hackschnitzel, nicht Häckselgut. Wir machen natürlich dann Hackschnitzel. Und die Hackschnitzel können wir entweder am Bauernmarkt verkaufen oder wir kaufen das Biomasse-Heizkraftwerk. So heißt es jetzt richtig. Und das ist relativ günstig. So, da springen wir mal hin. Das ist hier oben, neben der BGA. Sodele. Da kommt das Ganze dann rein. Und das kostet, glaube ich, 40.000. 40.000 ist also günstig. Und wie gesagt, Nebenprodukt hier an dem Silo wird dann sein, dass es Dünger gibt, wenn man das Ganze produziert. Und wie viel wir da verkauft kriegen oder wie viel da die Produktion hergibt, da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Hervorragend. Und da oben fährt der andere Fendt und grubbert fleißig vor sich hin. Ja, Freunde.
Nochmal kurz ein Thumbnail. Hervorragend. Jo. So. Das soll es also gewesen sein für die heutige Folge. Ihr seht, wir haben wieder ein bisschen was vor. Wir machen wieder mal was Besonderes, was Neues. Und zwar pappeln wir auf der neuen Mini-Brunnen. Jo, das Ganze wird noch ein bisschen dauern, ganz klar. Ich glaube, Pappeln brauchen 12 Monate oder wie lang, bis sie dann wirklich erntereif sind oder bis sie dann wirklich verarbeitet werden können. Aber sie wachsen nach. Das heißt, da müssen wir uns nicht mehr groß kümmern. Und ich muss jetzt aber doch noch mal ganz schnell schauen, bevor wir hier ausschalten. Okay, 75, 140. Wir werden auf jeden Fall hier nochmal mit dem Dünger drüber gehen und das Ganze ordentlich machen, dass wir dann auch einen erwarteten Ertrag bekommen. Ich meine, im Moment 89 ist das Maximale. Wie gesagt, es gibt nicht ganz so viel her, aber wir wollen ja auch immer ein bisschen testen. Hier auf dem wunderschönen, auf der wunderschönen Map vom Top Ace, hier die neue Mini-Brunnen, unser Alpenprojekt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann demnächst wieder hier auf der Map oder auf der Galgenberg oder natürlich im Livestream auf der Alteiche, die Map vom Kalle, die wir immer am Dienstag und Freitagabend zocken um 20.30 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.